Hallo, ich bin Markus und ich habe noch keine Ahnung, was ich eigentlich werden will. Mache ich noch Abitur? Werde ich Kfz-Mechatroniker? Oder gehe ich zu Reha? Zum Start der Ausbildung lernt man bei Reha viele nette Menschen kennen. Ein Highlight für mich, meine ersten eigenen Arbeitsklamotten. Zuerst lernen wir die verschiedenen Werkstoffe wie Kunststoff oder Metall näher kennen. Unsere Ausbilder sind immer für uns da, fördern und fordern uns. Nach 3 Monaten ist das Schleifen und Bohren ein Klacks. Gemeinsam mit den kaufmännischen Azubis arbeiten wir Hand in Hand am Projekt Geodreieck. Von der Idee bis hin zur Fertigstellung führen wir verschiedene Experimente und Materialtests eigenverantwortlich durch. In einer lässigen Atmosphäre kommen die Ideen von ganz allein. Spannend finde ich auch die Spritzgussmaschine, weil hier das Produkt endlich Form annimmt. Es ist ein tolles Gefühl, das Geodreieck in Händen zu halten. Darauf bin ich stolz. Ich bin wirklich beeindruckt, wie groß die Firma Reha eigentlich ist und was hier entsteht. Faszinierend, dass man aus Kunststoffgranulat so viele verschiedene Produkte herstellen kann und wo diese dann überall eingesetzt werden. Teamwork wird bei Reha ganz groß geschrieben. Beim Vorbereiten eines Auftrages, genauso aber auch bei der Produktion. Jetzt weiß ich, was ich will. Ich werde Verfahrensmechaniker bei Reha. Bewirb dich jetzt!